Choo Choo Charles ist ein Indie-Horrorspiel, in welchem man auf einer Insel von einem Horrorspinnenzugvieh Dingsbums gnadenlos gejagt wird. Wir haben zwar die Möglichkeit, uns mit unserem eigenen Zug, welchen wir nach und nach aufrüsten können, über besagte Insel zu bewegen und uns mit Hilfe unserer dort verbauten Waffen einigermaßen zu schützen, doch hin und wieder müssen wir, um unseren Plan, Choo Choo Charles final zu besiegen, in die Tat umzusetzen, uns von unserem eigenen Zug entfernen, was immer wieder eine recht heikle Angelegenheit ist. Die Vorgeschichte fasse ich auch mal hier ganz flott zusammen, damit wir alsbald in die rohe Action einsteigen können. Wir arbeiten als Archivar-Monsterjäger und sammeln bzw. stellen allerhand Viehzeug aus. Eugene hier ringt uns einmal an und macht unseren Mund ganz wässerig mit der Aussicht, dass Zugspinnenmonster namens Choo Choo Charles, welches auf der Insel Erinirum, was by the way so viel heißt wie die Spinne, zu erledigen und in unsere Sammlung aufzunehmen. Und so paddeln wir los auf besagte Insel. Eugene warnt uns noch davor, dass Charles nicht die einzige Bedrohung in diesen Ländereien ist und begibt sich anschließend in seinen wohlverdienten Ruhestand. Nun ganz auf uns allein gestellt, klappern wir nach und nach die auf der Insel ansässigen NPCs ab, welche uns mal mehr, mal weniger... bei der Jagd nach Charles helfen. Endziel ist es, drei Eier zu finden und zu zerstören und Charles damit so sauer zu machen, dass er in blinder Wut uns hinterher in eine Falle rennt, fährt, krabbelt, ja. Doch wie Eugene schon sagte, ist Charles nicht die einzige Bedrohung, denn um das zugige Monsterchen mit dem freundlichen Lächeln hat sich ein ganzer Kult gebildet, welcher ihn huldigt und die vorhin angesprochenen Eier beschützt. Ich werde euch die gesamte Story aber im Laufe des Videos noch genauer erklären, sowie Choo Choo Charles wahre Identität und den Plan der Kultisten enthüllen. Das hier ist by the way ein Stream-Zusammenschnitt, Link zum ganzen Stream findest du in der Beschreibung. Und falls du mich mal live erwischen willst, kannst du das aktuell jeden Mittwoch um 18 Uhr hier auf YouTube. Okay, dann chuchun wir uns mal voran. Auf ganz entspannt. Moin, Meister! Tony Tiddle ist der erste NPC, dem wir in diesem Ödland begegnen und er bittet uns umgehend darum, seine Scheune von Schrott zu befreien und das lassen wir uns nicht zweimal sagen, da wir Schrott als Währung für unsere drei Zug-Upgrades benötigen. Diese sind Tempo, aka die Geschwindigkeit unseres Zuges, Schaden unseres Waffenarsenals, welches wir im Laufe des Spiels noch erweitern werden, und Panzerung, also die Widerstandsfähigkeit bzw. HP unseres Zuges. Alles drei sind unfassbar wichtige Upgrades, welche wir zügig ausbauen sollten, wenn wir eine Chance gegen Charles haben wollen, was er uns auch unmittelbar unter die Nase reibt. If you're happy and you know it, toot your horn. Was? Oh Gott! Fahr als Geschütz! Charles! Mach keinen Schritt! Charles! Mach ruhig! Boah, meine Waffe ist überladen! Charles! Ich hab nicht mehr! Entgleist, minus zwei Schrott. Wie hätte ich das denn überleben sollen, sag mal? Mehr Upgrades, mehr Skill, mehr Headshots. Nachdem wir unsere erste organische Begegnung mit Charles einigermaßen verarbeitet haben, machen wir uns auf zum nächsten NPC, welcher uns erst als richtigen Monsterhunter akzeptiert, wenn wir ihm eine Kiste mit einem Dietrich öffnen. Erstens, was? Und zweitens, wieso sollte es uns auch nur ansatzweise jucken, was Mr. Prothesenarm hier von uns hält? Aber naja. First try öffnen wir die Kiste. Ja. Ach, Mann. First try. Das gibt's doch nicht. Wie kacke kann man sein? Okay, Kontenance. Eins und easy. Eins, zwei. Was? Scheiße. Okay. Oh. Und finden eine merkwürdige Malerei darin. Menschen mit Speeren und eine riesige Spinne. Ich komme später nochmal darauf zurück, was genau das denn bedeuten soll. Denn erstmal überbringen wir die frohe Kunde der geöffneten Truhe und erhalten dafür den versprochenen Respekt. Und ein bisschen Schrott. Here's some scraps. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir unseren Zug erstmal wieder full life. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Unsere nächste Begegnung liefert uns tatsächlich mal ein paar wertvolle Informationen, weswegen ich die Dame mal aussprechen lasse. Dispersed around the island are three. Ja, nee, scheiß drauf. Helen hier berichtet uns, dass Charles zwar Bock aufs Kämpfen hat, aber smart genug ist, sich rechtzeitig zurückzuziehen, sollte er zu viel Schaden nehmen. Doch mit Hilfe von drei Eiern, die wir in einem Tempel zerstören können, sollten wir in der Lage sein, Charles so sehr zu erzürnen, dass er uns in blinder Wut über eine einsturzgefährdete und noch mit Sprengstoff versehenen Brücke folgt. Die drei Eier wurden allerdings in den verschiedenen Minen auf dieser Insel versteckt und werden von bewaffneten Wachen bewacht und da unser Protagonist ohne seinen Zug maximal wehrlos ist, wird es ein wenig tricky sein, diese zu stehlen. Doch bevor wir uns diesem Spaß widmen, werfe ich mal ganz kurz einen Happen Hintergrundgeschichte ein. Dieses Bild hier, welches sich uns dank meiner unglaublichen Schlossknacker-Skills offenbart hat, zeigt einige Menschen mit Speeren bewaffnet, welche gegen eine Riesenspinne kämpfen. Da Speere als Waffen etwas aus der Mode geraten sind, sowie Botschaften auf Steintafeln zu hinterlassen, können wir also darauf schließen, dass es sich hierbei um eine sehr alte Zeichnung handelt. Tatsächlich gab es auf dieser Insel, welche ja wie schon erwähnt übersetzt die Spinne heißt, schon vor Ewigkeiten einen
Kampf gegen eine Riesenspinne. Doch erst als Mr. Warren Charles III. Sich auf dieser Insel mit seinem Bergbauunternehmen niedergelassen hat und nach Gold und so einem Zeug suchte, ist das Ganze etwas eskaliert. Denn die Bergbauleute haben alte Ruinen, Tempel und diese sonderbaren Eier gefunden. Sehr angenehm war es ebenfalls, dass auf dieser Insel ein Tempel gefunden wurde, mit welchem man die Eier zerstören und in eine Art Energie umwandeln kann. Sehr unangenehm wiederum war es, dass Choo Choo Charles absolut apeshit mad geworden ist beim Versuch, die besagten Eier in Energie umzuwandeln. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Charles die Mutti oder der Vati von diesen Eiern ist und aus diesen eventuell sogar kleine Mini-Charles schlüpfen können. Was Warren dann mit dieser Information gemacht hat, erkläre ich später, denn eigentlich wollte ich was zu dieser Steintafel hier sagen. Also, wenn wir uns Choo Choo Charles mal genauer ansehen, können wir an seiner Seite das Logo der Warren Mining Company erkennen. Man kann also davon ausgehen, dass Charles nicht als Zugspinnenhybrid geboren wurde oder irgendeine Art Geist bzw. Dämon ist, sondern eher eine Riesenspinne, welchem die Zerstörung seiner Eier so sehr auf die Eier gegangen ist, dass der Gute nur noch rot gesehen hat. Doch die Menschen, mit denen er es nun zu tun hatte, waren nicht mehr mit ein paar popeligen Sperren, sondern mit Schusswaffen ausgerüstet und so musste sich Charles eine schützende Hülle suchen. So, wer jetzt immer noch nicht eins und eins zusammengezählt hat, dem habe ich es hier nochmal bildlich dargestellt. Charles ist wie so ein Einsiedlerkrebs in einen der rumstehenden Züge reingekrochen und konnte nun endlich einigermaßen unbesiegbar umherrennen. Soweit erstmal dazu, wir sind in der Zwischenzeit dabei, uns eine neue Waffe für unseren Zug zu schnappen. Hallo! Bruder, deine Hütte brennt. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, it is slightly backfired. Du hast einen Flammenwerfer in einer Holzhütte getestet? Um dem Herren aus seiner prekären Lage wieder herauszuhelfen, bündel ich die Energie all meiner beiden Gehirnzellen und drehe das Ventil eines Wassercontainers auf, welcher direkt über dem brennenden Gebäude steht. Pure genius! Woohoo! Als Dank für diesen unmenschlichen Geniestreich erhalten wir den Flammenwerfer. Einfach ein Flammenwerfer. Ja, besten Dank für deine professionelle Einschätzung der Sachlage. Wir widmen uns jetzt aber mal der Aufgabe, das erste Ei aus einer der Minen zu stibitzen. Also die Mine ist bewacht von bewaffneten Männern. Und ich laufe da jetzt einfach so rein. Ja, perfekt, dann gehe ich da einfach hin und umarme die einfach. Ich entwaffne die mit meiner Herzlichkeit. Wow. Okay, hier ist irgendjemand, da pfeift was. Der wird bestimmt nicht merken, dass das Ei weg ist. Ei weg ist. Ei weg ist. Say ya, bitches. Mit dem ersten Ei in der Tasche hätte ich im Grunde schon drei zusammen, doch das Spiel verlangt von mir noch zwei weitere zu finden. Zunächst mache ich mich aber zu Fuß auf in Richtung einer von der Schienenstrecke etwas abgelegeneren Mission und sollte das so gleich bereuen. Und wir stiefeln einmal zu der optionalen Mission da unten. Schauen wir uns einmal an, den Lumpen da. Oh. Mach doch jetzt nicht diesen. Mach doch ruhig. Was? Würdest du sagen, hä, warum rennt der NPC denn jetzt weg? Was ist denn mit dem los? Kurz darauf hatte ich noch ein kleines Standoff mit Charles und er war immer eins vor zu mir hochglitschen. Und das muss ich euch einfach nochmal kurz zeigen, bevor wir storymäßig weitermachen. Wo ist der Rollenboy? Da kommt er. Oh mein Gott, hat der Geschwindigkeit drauf. Komm hier nicht hoch. Du kommst hier nicht hoch. Was? Keine Erlaubnis. Der nimmt Anlauf! Wie der Anlauf nimmt! Kann ich hier rein, bitte? Oh. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ich da oben tatsächlich sicher war, dann. Ja. Boah, macht der eklige Sound. Der ist da hochgekommen! So, jetzt aber erstmal genug von meinen Abenteuern mit Charles. Lasst uns ganz kurz über Warren Charles III. Sprechen, welchen ich hier, um Verwirrung zu vermeiden, einfach nur Warren nennen werde. Wie schon erwähnt, schlug Warren mit seinem Bergbauunternehmen sein Lager auf dieser Insel auf und hat dabei diese merkwürdigen Eier sowie den allzu netten Charles kennengelernt. Unser Plan ist es ja, Charles wieder maximal sauer zu machen, indem wir drei seiner Eier in diesem Energieumwandeldings opfern, damit er uns in blinder Wut über eine mit TNT bespickten Brücke folgt. Warren hat da allerdings andere Pläne. Er hat die Eier in den Minen versteckt und lässt diese von seinen kultistischen Freunden beschützen. Er hat sogar die Waffen der Anwohner gestohlen, damit niemand gegen die Wachen oder Charles kämpfen kann. My late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took him up to their camp. Es schwingt also instant dieser Bananaboy-Bösewicht-Vibe bei dem Monokelträger mit. Bestärkt wird das Ganze auch noch dadurch, dass er dafür gesorgt hat, dass die Anwohner und Bergleute auch noch ihre Familien mit auf die Insel holen mussten. So gab es keinen Grund mehr für sie aufs Festland zu gehen und Informationen über Charles und seine Eier zu verbreiten. Um das
Ganze etwas abzurunden, hören wir uns jetzt nochmal die Meinung zu Warren von dem lokalen Verschwörungstheoretiker Greg an. Herr Warren, Kriegslord der Dritte, versucht, mehr dieser achtbeinigen Kreaturen auszubrüten. Eine ganze Armee für wer weiß was. Ja, und wenn ihr in eurem Leben schon mal eine Verschwörungstheorie gehört habt, dann wisst ihr auch genau für was. Und Greg sagt es am Ende seines Briefchens hier selber. Die Weltherrschaft. Ja, Greg, mein Bester. Ich weiß, bei dir ist ein bisschen Zugluft im Gehirn, aber so ganz falsch ist das, glaube ich, nicht. Der Warren, der ist schon ein bisschen sus. Aber ein guter Verschwörungstheoretiker darf sich von Fakten natürlich nicht ablenken lassen und die Faktenlage scheint eine ganz, ganz andere zu sein. Welche wir uns später ansehen, denn erstmal begegnen wir dieser netten Dame, die eine klitzekleine Aufgabe für uns hat. Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the Boulder Field every night. Could you go find the last date and bring them to me? Sascha hier wollte 16 merkwürdige Zeichnungen einsammeln, die in einem Geröllfeld in der Nähe aufgehangen wurden. Hat es allerdings nur geschafft, 8 davon einzusammeln und bittet uns nun darum, die verbliebenen 8 zu suchen. Als Gentleman durch und durch kommen wir dieser Bitte natürlich umgehend nach. Du könntest einfach selber gehen, du faules Stück Scheiße. Das Ganze entpuppte sich als kleines Slender the Eight Pages Minispiel, in welchem wir von einem Geist gejagt umherrennen und 8 Zeichnungen suchen müssen. Gewohnt ruhig und männlich, habe ich diese Aufgabe mit Bravour abgeschlossen und konnte mir als Belohnung etwas Schrott abholen. Auf unserer Reise über die Insel begegnen wir noch dieser Lady, die augenscheinlich ordentlich einen an der Gurke hat. I need my pickles! Ganz ruhig, Lady, du hast hier es mit dem Fachmann zu tun. Doch sobald wir ihr verlorenes Gurkenglas gefunden und zu ihr zurückgebracht haben, wurde auch diese Mission erfolgreich abgeschlossen. You are my pickle hero! Die mit dem Schrott aus den letzten Missionen bezahlten Zug-Upgrades wollte Charles direkt mit eigenen Augen einmal sehen. Schadenvoll aufgewertet. Oh shit. Charles, das reicht doch jetzt! Der nächste NPC, dem wir begegnen, trägt uns auf, den Leuchtturm zu reparieren, damit man vorbeifahrende Schiffe eventuell um Hilfe und Rettung bitten kann. Ja, okay. I have some spare scraps to oh, das wollte ich hören. Also, dass ihr gerettet werdet und dass ihr Hilfsboot und sowas holen könnt, das ist ja ganz nett. Das freut mich auch für euch. Aber Schrott, das ist das, für das ich lebe. Das ist wirklich die Essenz, die mich hier ans Machen bringt. Frischer Tatendrang durchströmte mein Körper bei der Aussicht, etwas Schrott für meine Bemühungen zu erhalten. Und so tauschte ich fix die Sicherung im Leuchtturm aus und brachte den Lachs wieder ans Leuchten. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um nochmal über Warren und seine wahren Intentionen zu sprechen. Also, letzter Standpunkt war ja, dass Warren ein großer böser Businessman ist, der auf Aranirum angekommen ist, um mit seinem Bergbauunternehmen etwas Gold zu scheffeln. Dann aber über Charles und seine Eier gestolpert ist und entweder daraus eine Armee züchten wollte oder die Eier in Energie umwandeln wollte, ganz egal welche Folgen das haben könnte, oder sogar die Eier verkaufen wollte. Fakt ist, dass Warren tatsächlich die Eier an sich genommen hat und von seinen Leuten bewachen ließ. Doch nicht um, wie Greg vermutet hat, eine Spinnenarmee zu züchten oder dergleichen. In einer der Minen finden wir eine Anweisung von Warren selber an seine Wachen. Stellt sicher, dass niemand sich dem Ei nähert. Wenn du jemanden siehst, der sich dort nicht aufhalten sollte, lege ihn sofort um. Wir können keine Risiken eingehen. Warren erkannte, dass es viel zu gefährlich ist, die Eier mittels des Tempels zu zerstören und in Energie umzuwandeln, da dadurch Charles auf den Plan gerufen wird. Er befahl seinen Leuten, die Eier vor allen anderen Personen zu beschützen, damit niemand dahergehen, die Eier klauen und selber am Tempel in Energie umwandeln und Charles noch wütender machen kann. Und was hat er mit den Eiern vor? Sobald alles vorbei ist, töte es und bring mir die Leiche. Warren Charles der Dritte. Gar nichts! Er will sie eliminieren, ohne dass noch mehr Leben in Gefahr gebracht werden. Er versucht, sie nicht zu verkaufen. Er versucht, keine Energie daraus zu gewinnen. Er versucht, keine Armee damit zu erschaffen. Er versucht, legit die Eier im Geheimen unschädlich zu machen. Irgendwie rückt das Warren in ein etwas anderes Licht. Es macht absolut Sinn, warum er nicht wollte, dass irgendwelche Infos über Charles oder die Eier ans Festland sickern. Er ist kein machthungriger Geschäftsmann, der die Welt unterjochen will. Er ist derjenige, der genau das versucht zu verhindern. Auch wenn das heißt, die Person auf dieser Insel so lange festzuhalten und Charles' Tyrannei auszusetzen, bis alle Eier zerstört wurden. Dazu sei aber auch noch gesagt, dass er ja selber einer der Personen ist, die sich noch auf dieser Insel befinden und sich dem Risiko zum Wohle der gesamten Welt aussetzt, wie wir später noch herausfinden werden. Bezüglich einer eventuellen Evakuierung und Rettungsbooten und wieso Warren genau das getan hat bzw. nicht getan hat, gibt es auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Und warum Warrens Vorgehen absolut gerechtfertigt war, lernen wir später auch noch. Nur aber genug des Storytiles, wir haben in der Zwischenzeit einen merkwürdigen Mineneingang gefunden und wollen das Ganze natürlich etwas auskundschaften. Okay, scheint wie so ein Mineneingang hier zu sein. Charles lässt sich ja Gott sei Dank gerade nicht blicken. Ja, ich komme ja hier nicht wieder hoch, wenn ich da runterspringe. Charles, wo bist du? Nein,
No, 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 no. Du hast jetzt nicht Charles gerade beschworen, Locke. Okay, wir gehen hier runter. Never mind. Ich habe mich umentschieden. Wir gehen hier runter. Och, Mann. Was soll... Oh, scheiße, die Wand. Ja, da bleibt ja wohl nichts anderes übrig hier, ne? Tatsächlich konnte ich aber ganz entspannt durch die Mine durchlatschen und am nahegelegenen Strand wieder herausschlüpfen. Next auf meiner To-Do-Liste war das zweite Ei zu finden, welches ein wenig besser bewacht wurde als das erste. Hat er mich gefunden? Ich muss die Kamera mal ein bisschen... Oh mein Gott. Ja, ja, die Antwort ist ja. Ja, ja, er hat mich gefunden. Soll ich dir mal die Rückseite von meinem Zug zeigen, mein Bester? Das hat funktioniert. Die erste Wache ausgeschaltet, habe ich mir heimlich das Ei geschnappt und bin gewohnt talentiert, wie man es von mir kennt, an den restlichen Wachen vorbei zum Ausgang geschlichen. Da, ist er noch hinter mir? Ja, 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 die Antwort ist ja. Jetzt kommen wir tatsächlich so allmählich zum Ende unserer Vorbereitung. Wir bestücken die Holzbrücke mit TNT. Moin. Eine Bombe. Zweite Bombe. Dritte Bombe. Schnappen uns eine neue zerstörerische Waffe. Also auf der anderen Seite von dieser Wumme würde ich nicht sein wollen. Andererseits würde ich bei keiner Waffe auf der anderen Seite sein wollen. Stehlen das letzte Ei. Lumps. Und machen uns auf zum Tempel, um die Eier zu zerstören und Charles zu einem Kampf bis auf den Tod herauszufordern. Rein in die Olga. Hallöchen. Okay, und dann beschwören wir Charles und dann müssen wir abhauen über die Brücke drüber und dann wird die Brücke in die Luft gejagt und Charles gleich mit. Das ist zumindest der Plan der Plan. Aber Charles wird auch größer und böser. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. Warren. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Bam, Junge. Easy. No! No! You fool! You duped us all! Okay, oh mein Gott, da ist er. Hallo! Oh, du heilige Scheiße! Tschüss, Warren. Ja, guck doch nicht zu, lauf. Tja, und genau das wollte Warren die ganze Zeit verhindern. Er versteckte die Eier und tat alles in seiner Macht Stehende, damit niemand mehr in der Lage sein wird, Charles auf die Art und Weise zu beschwören. Und womit hat er das alles gemacht? Ja, anscheinend mit Recht. Weil guck mal, welcher popeliger Monsterhunter daherkommt und genau das getan hat. Naja, nun gibt es kein Zurück mehr und nach einem erbitterten Kampf schaffen wir es tatsächlich, Charles dorthin zu locken, wo wir ihn haben wollten. Wir sind auf der Brücke. Das war's. Wir haben es tatsächlich geschafft. Aber auch nur, weil Charles glücklicherweise mit dem Kopf voran auf ein Brückenstück gefallen ist. Doch ich wollte euch nochmal ganz kurz etwas von der Evakuierung erzählen. Weil ja, Warren hat tatsächlich Leute evakuiert. Und wir kennen auch eine dieser evakuierten Personen. Yep, Eugene höchstpersönlich. Ich denke, dass Warren, so hart und unverständlich das auch für die Inselanwohner gewesen sein mag, nur vertrauenswürdige Leute hat evakuieren lassen, um Infos rund um Charles, die Eier und die Möglichkeit, diese in Energie umzuwandeln, geheim zu halten bzw. davor zu bewahren, in die falschen Hände zu fallen. Von einer Notiz, die wir zu Beginn des Spiels in einer der Minen finden, wissen wir, dass Eugene ursprünglich Team Supervisor, also unter Warren angestellt war, mit einem recht hohen Rang, also voraussichtlich auch Warrens Vertrauen genoss und deswegen evakuiert wurde. Ist alles so ein bisschen aus den Fingern gesogen, aber ich konnte nirgendwo eine logische Erklärung finden, wieso Warren ausgerechnet Eugene evakuiert hat und danach einfach aufhörte. Naja, ist halt so meine Theorie zu dem ganzen Take it or leave it. Was Warrens wahre Intentionen waren, werden wir wohl nie erfahren.
Doch eine Sache ist sicher, wie diese kleine Szene nach den Credits zeigt, vorbei ist es wohl noch lange nicht. Oh no, noch ein Ei. Oh!